Hallo miteinander und willkommen zu einem weiteren Angespielt, zu einer Kurzserie hier bei Torrangent, wo ich euch immer wieder Spiele aus dem Bereich Sandbox-Strategie und Rollenspiele vorstelle, die vielversprechend sind. Das ist ein Echtzeit-Strategiespiel hier, ein Survival-Strategiespiel. Diplomacy is not an option. Wir haben uns da vor einiger Zeit die Demo schon so angeschaut. Die hat schon ziemlich viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich ganz frisch hier quasi mit drin, weil ich nach Fertile Crescent nach der Aufnahme Bock hätte auf ein weiteres Spiel dieser Art. Und ja, deswegen im Prinzip völlig blind. Wir lassen es einfach mal drauf ein, starten ein neues Spiel und schauen, wie weit wir kommen. Es ist wieder als Miniserie ausgelegt. Wie gesagt, mal gucken, wie lange wir überhaupt überleben. Und ist dementsprechend völlig blind. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ne? Wenn ihr Tipps habt oder so, könnt ihr mir sie also auf jeden Fall sehr gerne da lassen. Hier unter der ersten Folge ganz besonders. Ja, dann haben wir im späteren Verlauf dann auch eine etwas smoothere Erfahrung hoffentlich. Spätestens ab der dritten dann, wenn es überhaupt eine dritte gibt. Wenn wir sagen überleben. Naja, mal gucken. Also, mein Name ist Torren. Ja. Gehend. Ja. Stetigen. So. Okay. Ja, Kampagne Endlos Moses Tutorial. So, ich habe zumindest das Tutorial jetzt mal gemacht nochmal, damit ich ungefähr weiß, wie das Spiel funktioniert. Aber wir werden ganz normal in die Kampagne starten und uns mal überraschen lassen, wie das hier laufen wird. Versprochene Schätze des unwürdigen Kontinents. Okay. Weckruf. Ihr Großvater, Sir Duncan Ironbow, erhielt von König Sybil, der Sorglosen, einen Lehen und einen Adelstitel, weil er 15 Ritter aus dem Inverland zerstückelte und einem anderen im Kampf um die Unabhängigkeit von Samaraginia das Ohr abbiss. Krasser Dude, unser Großvater. Das Lehen war selbst unter ihrem Großvater ein schlechter Ort gewesen, doch ihr Vater ließ viel davon verwüstet zurück, besonders den Weinkeller. Bei einer Kaninchenjagd das Genick brach, begann deine Herrschaft. Okay, alles klar. Als du jung warst, wolltest du ein Held werden. Aber nach 16 Jahren friedlichen Lebens mitten im Nirgendwo hast du diese Träume zurückgelassen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen hast du bereits einen prächtigen Stammbaum und eine Burg. Eben. Ja, wir werden mal speziellen Gangbank, nee, Herausforderung angenommen, nur mittlerer Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, lass uns überraschen, wie das Ganze hier laufen wird. Das ist eine Zwischensequenz, ne? Ja. Erst jetzt. Mein Herr, my lady verlangt neue Vorhänge. Hier, nimm das Gold. Seide, mein Herr. Okay, nimm noch mehr Gold. Mit goldenen Rüschen. Ach, verdammt. Danke, mein Herr. Zwei. 48. Okay. Mein Herr, was ist los? Der Tapfer des jungen Lords ist in den Burggraben gefallen. Was war der Typ, hä? Ja und? Ein neuer Knappe wird gebraucht. Ja, nimm das. Danke, mein Herr. Oh Mann. Na, erstmal. Geiles Kaninchen essen. Es war kein Kaninchen, es war eher ein Huhn und ein Truthahn. Und was trinken. Das gute Leben. Na, wer ist denn das schon wieder? Es geht um ihre Tochter, mein Herr. Auch noch hier, nimm das einfach. Danke, mein Herr. Tja, ich habe kein Gold mehr. Dann bleibt nur noch der Wein. Am Abend sind das sogar noch mehr. Zählen die Vögel. Das ist das spannendes Leben. Und einschlafen. Vergessen. Ja, rein. Mein Herr? Ja, was ist denn? Der Steuereintreiber ist gerade gekommen. Ach ja? Es gibt nichts mehr zum Eintreiben. Es wurde auch Zeit. In der Tat, meine. Und wo ist mein Geld? Der Steuereintreiber brachte es nicht. Was? Er hat es kaum geschafft, hier in ein Stück anzukommen. Rebellion oder wie? Der Pöbel rebelliert, tatsächlich, und weigert sich zu zahlen. Eine Gruppe von Rebellen marschiert auf die Burg zu. Das ist ungeheuerlich.
Ja. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Das Spiel scheint sich nicht ganz so extrem ernst zu nehmen, aber ich fand es eigentlich ganz lustig. 28. April 1491. Das Feuer der Bauernrebellion ist plötzlich in meinem Leben ausgebrochen. Der Pöbel will mich, meine Familie und jeden, der in irgendeiner Weise mit dem Königshaus verbunden ist, totzählen. Eine Schar bewaffneter Bauern stürmt auf mein Schloss zu und verwüstet alles, was ihre schmutzigen Haken erreichen können. Okay, Ziel der Mission, alle feindlichen Angriffe abwehren, sonst werden sie sich der letzten Angriffswelle anschließen. Okay. Und töte alle Rebellen im Tal, sonst werden sie sich der letzten... Okay, also wir sollen einfach alle töten. Alle töten. Auch das sieht genauso aus wie das Tutorial. Wir haben auch einen Katapult. Okay. Mein Herr, zum ersten Mal in der Geschichte wird eure Burg gestürmt werden. Und falls wir jemanden erzählen sollten, wie es war, würde ich euch raten, einige Schritte zu unternehmen. Ach ja? Ja, auch nochmal Tutorial, oder wie? Also ich weiß ja tatsächlich, aus Gründen. Ihr habt auch Nahrung. Und wir werden das versuchen, auch sinnvoll zu spielen, dass ich oft pausiere. So, das Haus des Bärenpflückers. Hier gibt es eine ganze Menge Bären in der Gegend. Ja, mal hier. Die Fischerhütte, die können wir hier drüben errichten. Und wir brauchen auch Holz. Ja, mach das mal frei, weil das ist, glaube ich, Steinvorkommen. Schon ganz geschickt, wenn wir da... Weil wir können einfach das Zeug drüber bauen, aber hier ist trotzdem das meiste Holz hier in der Ecke. Okay. Ja, das ist mal der Anfang, ja. Wir sammeln mal ein paar Sachen ein. Wir haben noch keine Anzeige der ersten Welle. Wir sollten auch ein paar Häuser mitnehmen. Direkt. Und bauen mal hier eins. Und von den Spezialgebäuden. Wir brauchen ja einen Totengräber und einen Friedhof. Die werden wir hier auch mal so stilsicher nebeneinander bauen hier. So. 79. So, also wir schauen mal ein bisschen rum hier, ne? Hier ist ja lauter Zeug. Das sind bösartige Männer. Das gute Creepen ist natürlich äußerst wichtig. War ja gehört. Ich hoffe, es gibt kein Friendly Fire, ehrlich gesagt. So, du machst die Gebäude, die Jungs konzentrieren sich auf das andere. Genau, das und das. Jetzt mal überlegen. Wir sollten noch was erforschen, wenn wir können. Das kostet uns Holz. Bau- und Reparaturgeschwindigkeit wird erhöht. Ja, mach mal, das ist doch mal nicht schlecht. Wir haben trotzdem noch genug Holz. Wir bräuchten natürlich bald möglichst eine Kaserne, damit wir Leute ausbilden können. Vier freie Arbeiter. Ja, komm, wir bauen tatsächlich ein Bauherrenhaus, damit unsere Gebäude schnell gebaut werden. Ja, mach mal hier. Ansonsten nochmal so ein normales Häuschen hier. Zack. So. Sammeln wir das mal ein. So, hier. Wir riskieren es mal nicht, ne? Geht aber mal die Sachen hier einsammeln. So. Ist das da oben an? Oh ja. So, haben wir schon mal zumindest in eine Richtung ganz gut abgeräumt. Oh ja. All troops are under attack. Okay, mal wieder kurz pausieren. Eigentlich dürfen wir ja so, ja, keine Sekunde hier. 21 pro Tag, 7 pro Tag, schon mal am nächsten Tag. Sieht aber noch alles gut aus hier oben. Okay, wir haben hier ein Lager. Das ist natürlich unter Umständen irgendwo gut hier vorne oder so. Potenziell. Ja, warte, im Wachturm. Kann einen Schützen aufnehmen. Das Wesentliche ist, dass wir viel mehr Sicht haben.
Ich würde mal da einen Wachturm bauen. Hier einen Wachturm bauen und da noch einen Wachturm bauen. Eigentlich sollten wir auch hier einen errichten. So. Okay. Ich habe es mal gesehen. Ich glaube, es gibt kein Friendly Fire. Jetzt machen wir mal das hier ein. Oh ja. Schalte die hier oben aus und wir haben, glaube ich, genug für eine Kaserne. Sehr gut. Dann baue ich hier mal eine hin. Dann können wir uns auch die Schützen rekrutieren für die einzelnen Sachen. Dann sehen wir auch genauer, wo hier weitere Lager sind, die wir ausmerzen müssen. Oh mein Gott. Ah, es sind eine Menge Jungs hier, ne? Da war sehr krasse Schilde und sowas am Start. So, mach mal das hier als nächstes. Und ich sehe tatsächlich noch keine Welle, die angezeigt wird, dass sie hier ankommt. Also ist alles gut. Research complete. Was wir brauchen, sind tatsächlich mehr Bauernhäuser und mehr Holz, definitiv. Our units are in combat. I'm here. Ja. Alright. Das kann schon mal passieren. Ah. Sure. Das Gefühl, dass unsere Jungs sich auch relativ schnell heilen. Ne? Das ist natürlich ganz geschickt. So, guck mal hier, ihr lustiges Haus an. Der nächste Tag beginnt. Level 1 wird an Tag 4 kommen. Das ist Tag 4. Das ist nicht gut. So. Ja, wir haben ja gesagt, wir brauchen ja eigentlich mehr Schützen. Können zur Not auch einmal die beschwören, wenn die Welle, die erste Welle zu hart wird, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So, baller mal das hier weg. So, und jetzt komm. So, zack. Ja, und tatsächlich definitiv noch ein Sägewerk. Hier sind ganz viele echt nah dran an uns. Die sollten wir vielleicht auch mal wegmachen. Our troops are under attack. So, dann packen wir da mal überall zumindest mal den einen rein, ja? Den provisorischen. Oh mein Gott, hier wird das noch Katapult dran. Ha! Wo kommt der denn her? So. Okay, dann haben wir gleich mehr Holz. Dann brauchen wir noch ein weiteres Haus. Und ich glaube, wir bräuchten auch bald mehr Nahrung. So ganz grundsätzlich. Ja, witzig. Ich sehe jetzt nicht, woher die Welle kommt, ne? Das beunruhigt mich ein wenig, ja. Ich denke, wir haben hier zumindest mal den Großteil erledigt in der ersten, im ersten Teil. Jetzt machen wir mal das hier weg. Könnt ihr gleich dazukommen. Okay. Our troops are under attack. So, da sind die ganzen Bauern. Okay, das hier noch mit einsammeln. Gut, gut. So, ich denke, wir sollten vermutlich, ja, da mal anfangen, hier irgendwie mal so Verteidigungsgebäude zu bauen. Irgendwie so. Ich denke, dass der von da oben trotzdem schießen kann. Dass wir zumindest nach und nach so die ganzen, ne, Seiten hier zumachen. Also mehr Holz für der Kaserne. Scharfschützen, Mungo-Reflexe. Ja, das ist einfach mehr Haltbarkeit für alles.
diesem Tag angreifen. Hm. Naja. So, dann macht sie mal nieder, ne? Zum Glück sind unsere Truppen halt sehr viel stärker als die Jungs hier. Es sind aber auch sehr viele jetzt hier in diesem Lager. HP ist noch okay. Sehr schön, das war ein guter Treffer. Hau mal die da oben weg. Die wollen nämlich an unser Katapult ran, so wie das hier aussieht. So. Ah ja, natürlich, komm, lock die nächsten einfach an. Das ist doch gar kein Problem. Ja, definitiv mehr Häuser. Also auch noch, ne? Obwohl wir ja eigentlich für Mauern sparen, aber gut. Our troops are under attack. So. Wir können jetzt alles einsammeln hier, ne? Und dann. Oh ja. Ist es nicht, dass die an diesem Tag angreifen? Ach ja, an den dritten Tag. Ah, ich würde schon sagen. Da ist die Welle. Und sie kommt tatsächlich von da oben. Es ist jetzt ein sehr glücklicher Zufall, dass es gerade die eine Seite ist, an der wir zumindest angefangen haben, unsere Verteidigung aufzubauen. So, mach mal. Okay, da würden wir das hier zusperren. Das wollen wir natürlich nicht. Mach das mal so. So eine leicht vorgeschobene Verteidigung hier. Oh ja! Sure. Okay, wir haben eine Menge Nahrung geerntet. Tatsächlich. Sollten eigentlich jetzt auch relativ schnell mal nach oben gehen. Das dürfte nochmal Holz sein für uns hier. Ja? Was natürlich jetzt super nützt, weil wir hier drüben weitermachen können. So. Die Seite hier ist ja soweit fertig. So, geht mal hier drauf. Wir können das Tor nämlich auch bemannen. Ja, 20 Kristalle, da können wir noch ordentlich was dazu holen zur Not. 2 Minuten 30. Ich kann fast schon sagen, ein Großteil der Creeps auf der Seite ist jetzt auch erledigt. Dann kümmern wir uns jetzt um euch. Dann mach das mal so hier. So, 1 Minute 30 Marke warten wir ab, dann gehen wir hier rüber. Oh, ja. Ich glaube, da fehlt noch was. So. Das sind also nur die billigen Holzmauern. Wie lange dauert das hier? 2 Minuten 30. Ja, komm, tu es, oder? Ja, nicht das. Warte mal. Ach, 140, oh mein Gott. Ja, wir werden wohl ohne auskommen müssen. Achso, was ich noch nicht habe, ist ein Krankenhaus. Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Kann ich das überhaupt schon? So, 50 Lebensmittel ein. Das ist okay. Bauernherrenhaus, Totengräber. Da, Krankenhaus. Rathaus 2 braucht man dafür. Das wird das hier. Dazu müssten wir aber auch nochmal hier abbauen. Was wir ja durchaus machen können. Gleich. Aber mal das hier zuerst und dann hier eine Steinmine. So. Okay, das Haus ist auch runter. Ja, die werden natürlich das Zeug hier mitschleppen, was da oben rumsteht. So, das Haus ist ja gleich fertig, dann können wir noch weitere Leute hier aufbauen. Rater, mein Herr, es scheint, dass unsere adleräugigen Speeren die Grundlagen der Arithmetik fehlen. Einer sagen, dass es viele Angreifer gibt, der zweite sagt sehr viele. Der dritte hat sich verzehrt und der vierte kann überhaupt nicht zählen. Okay. Es ist vielversprechend. So, komm. Schicken wir euch schon mal hier rüber.
brauchen mehr Leute. So, hier mitnehmen. So, ihr kommt alle auf die Seite, wie gesagt. Ich denke nicht, dass sie so schlau sind und hier ums Eck kommen, oder? Das würden sie niemals tun. Das wäre viel zu gewagt. Trotzdem werden wir hier mal zumindest mal anfangen, unsere Verteidigung aufzubauen. So. Haben wir ein Buschblatt gemacht, aber ist schon okay. So. Ich guck mal auch da rein. Ich glaube, es sind immer 6 Stück pro Turm. Es sind sogar 9 Stück, theoretisch. Sehr gut. Du bist vollständig besetzt. Ich kann theoretisch auch zu verbessern, sobald wir das Rathaus 2 haben und naja, noch ein paar andere Sachen zu jener Maßen. Ah, ich frage mich, ob wir... 100 Nahrung, nächster Tag, 39 Nahrung. 13 pro Tag. Hier haben wir tatsächlich noch was frei. So, ja, ist alles bei 100.002 für so ziemlich alles. So, jetzt dürfte der Angriff gleich kommen. Ich bin sehr gespannt. Wir sollten vielleicht, so habe ich gehört, vielleicht wäre das von Vorteil, wenn wir hier die Tore mal schließen. Enemy forces are approaching. So, jetzt haben wir Arbeiter. Oh mein Gott, und wir brauchen tatsächlich jetzt mal mehr Nahrung. Ja? Machen wir noch eine Fischerhütte. Hey. So, mein Herr, erlauben Sie mir, Ihnen eine Schar von ungewaschenen Abscham vorzustellen, die es gewagt hat, sie herauszufordern. Ja, sie werden hier durch diesen Wald kommen. Wir werden definitiv hier vorne ein paar Leute stationieren, um sie aufzuhalten. Ein paar edle Geisterkrieger. So. Sehr schön. Nun, meine Herr, anscheinend suchte das hungernde, mittellose Gesindel einfach nach einem Weg, in Würde zu sterben. Wie es sich für einen weisen Hirten gehört, habt ihr eurer Herde die richtige Richtung gewiesen. Ja, natürlich. So, ihr geht mal los, ne, und macht mal weiter da vorne. Dann erledigen wir mal die Leute jetzt auf dieser Seite. Achso, mach mal das Tor auf. Wir müssen natürlich hier wieder rausgehen. So, zack, zack, zack. Nicht kaputt machen. Ja, abziehen. Our troops are under attack. So. So, mit dieser Menge an Einheiten sollte das doch eigentlich recht flott gehen. Das ganze Gesindel da auszumachen. Wir sollten tatsächlich trotzdem nicht vernachlässigen, unsere Verteidigung überall richtig auszubauen. Hier machen wir auch nochmal einen Eingang. Mal hier über nach demselben Schema vor. So, noch 6 Leute. Das Gefühl, dass wir tatsächlich noch also definitiv noch mal mehr Nahrung bräuchten. So, hier noch ein Bärenpflücker. Das ist eine ganze Menge bärtiges Zeug in der Gegend. So, ihr macht das hier hinten. Solange ihr noch da seid. Die alle fertig. Ja, komm mal zurück. So, unsere Schützen sollten hier nämlich ganz gut mitarbeiten können. So, jetzt haltet sie auf. Our troops are under attack. Ja, ihr macht die da oben alle nieder. So. Our units are in combat. So, sammelt ihr mal so viel wie es geht noch ein. Das war ein bisschen mehr Nahrung. Hier sind wir, das ist ja auch schon am Rand der Karte. So, stelle ich hier mal in einer vernünftigen Art und Weise auf. Vielleicht brauche ich mal doch noch mal ein paar normale. So, schickt die mal alle darüber. Also ein paar normale Dudes mit Schwertern. Ja, das ist das Wort, das ich suche.
Okay, unsere Summons sind verschwunden. Okay, alles mitnehmen hier. Nächster Angriff. Zeit der Welle wird an Tage 7 kommen. Wir haben also ein bisschen Zeit. Oh ja. Gut. Wahrscheinlich ist das hier jetzt auch schon alles gewesen in der Ecke. Okay, dann versammeln wir uns mal hier oben. Und werden dann da oben denen das geben. Ja, guck mal, hier liegt noch ein Stein rum. Den sollten wir auch mitnehmen. Was sagt die... Oh Gott, die Siedlung sagt, wir haben zu wenig Essen. Okay. Ah, ja, hier. Mehr Fisch. Ja. Mehr Fisch. Ich weiß gar nicht, wie die Devolten-Mechanik in diesem Spiel hier ist, ehrlich gesagt. Das kann also alles sein. Ja, jetzt sollten wir natürlich eigentlich diese Bären irgendwie mit reinnehmen. Aber gut. Vielleicht bleiben sie auch erstmal außen vor. Mit all den Schützen sollte das gar kein Problem sein. Ja, einige unserer Leute sind aggressiver als andere, so wie es scheint. So. Hier vor. Ja, Holz geht echt weg wie nichts. So, zumindest haben wir jetzt wieder genug Essen. Aber viel mehr können wir uns halt echt nicht leisten. Bis zum Rand der Karte stehen sie hier. Fassbar. Mal dieses Holz. Und schon wieder laufen unsere Leute hier vor. So weit vor war nicht nötig. Okay, schick, schick. Dann erkunden wir ganz schnell nochmal diese Ecke, nicht dass sich hier noch irgendwas versteckt. Eine unserer Aufgaben ist ja, alle Camps hochzunehmen, also sollten wir da doch auch gründlich sein. Ja, das sieht aber sehr gut aus. Okay. So, dann versammeln wir uns jetzt hier hinten. Waren die Seite klar? Ja, erstaunlich, ne? Also man kann auch sehr schön ranzoomen und, ne? Performance-mäßig ist das alles hier echt auf der Höhe. Natürlich können bei diesen Schlachten auch sehr, sehr viel mehr Leute spawnen. Das dürfte wahrscheinlich auch in einer etwas anderen Performance resultieren. Aber bislang ist das doch alles recht ordentlich. Ja, und ich würde fast sagen, dass wir mal an der Stelle die erste Folge zu Diplomacy is not an option beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, das ist erstmal als Miniserie ausgelegt mit so ungefähr 5 Folgen oder so, wenn wir so lange überleben. Aber mal schauen, wie es laufen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ein Like da, falls es euch gefallen hat, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Thorn.